So, meine Lieben, wir sind beim 2. Dezember und wollen schauen, was für alle Sternzeichen drin ist. Und an diesem Tag ist es einfach so, in der Vormittagsphase so bis nachmittags sollte man keine dummen Witze machen, ja? Also bitte keinen aufs Korn nehmen oder so. Das könnte in die Hose gehen, man könnte ungewollt jemanden auf den Schlips treten. Also lieber die Zunge im Zaum halten. Am Nachmittag, ich sag mal ab 3:30, könnt ihr natürlich eure Witze machen. Aber vorher könnte das wirklich in die Hose gehen. Also bitte aufpassen. Und dann schauen wir jetzt, was so bei dir los ist. Mein lieber Krebs, wir sind beim 2. Dezember und wollen schauen, was du vielleicht an Energien für dich persönlich nutzen kannst. Die erste Karte, die wir haben, ist die Unterbrechung. Das haben wir an diesem Tag bei vielen, dass da Unterbrechung, Stress, Gerangel, ja, so ein bisschen, es läuft nicht nach Plan, ja. Wir schauen mal, was die Engel dazu sagen. Bitte andere um Hilfe. Das bedeutet, das musst du nicht alleine durchstehen. Wir wissen ja auch, dass die anderen auch zum Teil Probleme damit haben. Und cool down, das kriegen wir gewuppt. Was haben wir denn noch? Amors Pfeil. Wir senden hohe Wellen der Liebe in dein Herz und deinen Geist und erwecken so deine Liebe für das Leben selbst. Deine klare Entscheidung, eine Liebesbeziehung willkommen zu heißen und zu genießen, hat dieses Wiedererwachen hervorgerufen. Erlaube dir selbst, Liebe spontan in all ihren herrlichen Aspekten zu zelebrieren. Das kann natürlich sein, dass das erstmal arbeitstechnisch nicht möglich ist, bitte andere um Hilfe, diesen Arbeitsaufwand zu bewerkstelligen und dich dann deinem Liebesleben, deiner Partnerschaft zum Beispiel zu widmen. Die Lenormand-Karte, da haben wir die zwei Gesichter. Das bedeutet auch die zwei Seiten einer Münze. Auf der einen Seite der Stress, das, worum du dich alles kümmern musst, und auf der anderen Seite ja das Schöne, das Liebevolle, die Energie, die Gefühle austauschen. Das sind zwei Gegensätze, die sich aber auch gut ergänzen können. Heute könnte so ein Tag sein. Ich bin gespannt und hoffe, dass es dir hilfreich war, dass du was draus machen kannst und dann den Stress auch viel leichter wegsteckst, wenn du abends ein schönes Date hast oder einfach mit netten Leuten zusammen bist. Ja, wenn du magst, sehen wir uns morgen wieder.